Willkommen zurück in Schnee und Eis und alles andere, was irgendwie kalt ist, hier in God of War. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die frostigen Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Wir sind immer noch hier in der Mine, in der gigantisch großen Mine. Und ja, wir müssen hier drüben hin, denn wir wollen ja am Rad drehen und schauen, was passiert. Also, was geschieht nun? Drehen wir mal. Funktioniert. Wow, Alter, der Mann hat echt Mordspower. Das muss man ihm lassen, ne? Wir haben die Kralle. Wir haben die Kralle, ja. Und jetzt? Oh, und wieder weg. Und wieder weg, du sagst das. Können wir das hier irgendwie... Perfekt. So. Wir haben die Kralle. Können wir uns irgendwie an der Kralle festhalten oder sowas? Was können wir jetzt hier machen? Wir schauen mal, was ist das hier drüben? Was können wir hier mitmachen? Haben die irgendeine Funktion für uns? Justa! Hm. Also, die Kralle. Die saust natürlich jetzt wahnsinnig schnell nach oben. Moment, wir gehen mal hier hin und schauen mal, ob wir vielleicht irgendwas sehen. Und meine Idee wäre, dass wir vielleicht irgendwie den Block oder sowas reinschieben müssen. Denn ich glaube, da sind noch Schienen. Ein wenig Heilung brauchen wir zwar nicht, aber tja, meinetwegen. So, warte mal, hol mal dieses Ding hier. Kann die greifen? So, warte. Es passt. Es passt, ja. Kleiner. Das wird jetzt verdammt schnell. Bist du bereit? Es geht los. Ich hab's mir irgendwie ein bisschen schneller vorgestellt, aber naja. Ob das bis ganz nach oben geht? Das wird sich bald zeigen. Ganz schön dunkel. Ist seltsam da oben. Da lauert eine Gefahr. Denke nicht an das, was eventuell sein könnte. Konzentriere dich auf das, was ist. Und sei wachsam. Jawohl. Genau, Konzentration, Junge. Du weißt doch, nicht der Gipfel, wir töten alles. Wow. Echo, Echo, Echo. Hallo, hallo, hallo. Irgendjemand da, 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 da. Hey, die ist nicht kaputt. Da steht was. Ein Gebet der Riesen. Sie bitten ihre Vorfahren, über sie zu wachen. Sie heimzuführen. Junge. Warte. Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Schau. Der Kleine ist so niedlich, aber auch intelligent. Was hast du geschrieben? Sie sollen Mutter beschützen. Wachen Sie über uns auf dem Weg nach oben? Komm, Junge. Es ist ein langer Weg. Körperkontakt von Kratos. Dass ich sowas noch erleben darf. Zurück. Was ist los? Was ist los, Junge? Okay, Flammen. Flammen sind nie gut. Kleiner, bleib da mal weg. Ich will mich natürlich immer erstmal hier umsehen. Noch ein bisschen Silber mitnehmen. In die Ecken schauen, denn man weiß ja nie, was man hier noch finden kann, Kleiner. Wie zum Beispiel eine Truhe. Na? Bam! So will ich das sehen. Hey, ich habe gesagt, du sollst da weggehen. Einfache Befehle und ihr kann nicht auf mich hören.
Der Tunnel, Junge. Kapiert. Vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig. Und durch. Ist doch easy. Mehr Prüfungen. Offenbar haben Züge mit dem Tunnel die Feinde Riesen umgangen. Und für uns. Oder für mich zumindest. Ja, wirk's mir rein. Ich bin fett. Ich hab's verstanden. Das ist Winterspeck, ja? Das ist Winterbauch. Und ich hab Nacken, Junge. Ich hab mies Nacken. Respektier den Nacken. Oh, das ist neu. Oh. Das gibt's doch nicht. Das hilft uns nicht. Wir sehen uns drüben. Cool. Okay, warte mal. Kann man das irgendwie deaktivieren? Wie komme ich an die Kiste ran? Ha. Einmal hier rum. Okay. Gut, dann. Auf geht's. Klar, und du musst mir jetzt hier noch das Leben schwer machen, oder? Ja, ich weiß. Ich bin dran. Du kannst ja schießen und mir helfen. Nein, kein Bock. So, hier. Okay, warte, ich will da hoch. Oder kann man das irgendwie deaktivieren? Warte, hier ist ein Rad. Drehen, 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 komm. Gut, sehr gut. Ich dachte schon, ich müsste durchlaufen. Hätte ja sein können. Und jetzt hier ein bisschen Ruhe. Kann mir meinen Loot gönnen. Mh, lecker, lecker Kiste. Oh. Konzentration. Nee. Eindeutig, nee. Da bleibe ich doch lieber bei meinen. So, was haben wir hier Schönes? Das nehme ich natürlich mit. Und da hinten im Verborgenen noch eine Kleinigkeit zum Mitnehmen. Das gute alte Hackesilber. Hacke, Hacke, Silber. Noch ein Minenaufzug. Ich stehe auf Hacksilber. Hier kann man irgendwas machen. Okay, Kleiner. Dann hier kann man was zerlegen. Irgendwie gibt es hier viel weniger Kisten. Ich meine, davor haben wir so viele Ruhmtruhen gesehen und Sachen. Und hier ist irgendwie deutlich weniger Zeug. Aber tja, deal with it. Das sind Gewichte, oder? Sind wir dann noch schneller? Oder auch nicht? Sind wir noch zu schwer? Moment, Moment, Moment. Nicht. War da was? War da eine Ebene, wo man irgendwas mitnehmen konnte? Sag mal, wenn wir auf dem Gipfel sind, was glaubst du, wie weit wir dann sehen können? Bis zum See, zur Weltenschlange, zum Haus? Das sehen wir, wenn wir dort sind. Bis dahin, wachsam bleiben. Kratos ist eben Soldat. Merkt man durch und durch, dass der ein Soldat Spartas ist. Alles gut. Hab nur kurz das Gleichgewicht verloren. Für jemanden, der so stark ist, machst du dir echt viele Sorgen. So komme ich gut zurecht und sichere unser Überleben. Mag sein. So zu leben macht aber nicht viel Spaß. Tja. Kratos ist eben unterwegs wie eine Nonne. Ein bisschen Rock'n'Roll würde ihm gut tun. Boom. Dann testen wir mal den Scheiß, den wir hier haben. Okay, das war jetzt nicht so geil, oh. Abflug. Sehr gut, Kleiner, sehr gut. Und direkt hier noch eine Heilung. Gegner voraus. Alter, die Wölfe. Die Wölfe sehen fett aus, oder? Ja.
Oh nein, 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 da oben ist ein spuckender Typ. So, den hätten wir. Achtung, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht und zack. Ah, Mist, hätte ich ausweichen müssen. Der brennt nämlich, der Dude. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Oh. Alles gut, Kleiner, alles gut. Verstehe. Mehr Sorgen machen. Steigen wir hier aus? Nein, wir stecken fest. Wir stecken fest. Und was ist jetzt der Plan? Ein Teil des Aufzugs klemmt in der Wand fest. Kriegst du ihn raus? Aber natürlich. Wenn ich eins gut kann, dann Sachen einrenken. Das ist mein Spezialgebiet, Junge. Das ist mein Spezialgebiet. Wie viel weiter müssen wir noch? Ich weiß es nicht. Greift uns noch mal jemand an? Garantiert. Oh Mann. Ja, sei jetzt bereit. Kratos ist immer bereit, man merkt es. Ne? Mach dich bereit, Junge! Gut gemacht, Junge. Alter, wie wir hier rumschwingen. Echt? Echt? Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, was ist das für ein Riesenoger? Ich seh's, Junge! Ich seh's! Ach du Shitty, 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 Shit! Danke, Oger! Wie gesagt, Junge, ich seh's! Oh, Kacke, ist der Oger fies! Und nochmal den hier! Gib ihm, gib ihm, gib ihm! Gib diesem hässlichen Scheiß wie auf die Fresse. So. Wow. Wow. B-Stick, absolut. Scheiße, noch eins B-Stick. Okay, warte, warte, warte. Die Heilung spare ich mir mal. Wer weiß, was hier noch kommt. Alter. Das war eben genau nach meinem Geschmack. Na komm. Oh oh. Das Ding schwingt sogar mit. Ich glaube, wir sind sicher. Sieht so aus. Wer schickt diese Vater, Kreaturen? Wenn wir Mutters Asche verstreut haben, was dann? Was kommt als nächstes? Dann tun wir nur eines. Wir kehren heim. Das war's? Das Abenteuer ist vorbei? Fürs Erste. Aber wir haben viel zu tun. Du hast recht gehabt, auf dem Boot, nachdem der letzte Baum gefällt war. Du sagtest, etwas hätte sich verändert. So ist es. Und unser Heim ist nicht mehr sicher. Aber das wird es wieder sein. Und wir müssen deine Ausbildung fortsetzen. Okay. Wir sind fast auf dem Gipfel. Nichts kann uns jetzt noch... Ah! Beruhig dich, Junge. Und bleib hinter mir. Ein verfickter Drache. Das ist mein Tag. Hätte ich mir doch nur ein bisschen was gespart. Ach du Heilige, das geht durch.
interessiert ihn irgendwie null, ne? Ach du, das wird so ekelhaft. Wo ist meine kleine Heilung? Wer da gefressen hat. Schieß, Junge. Ah, Kacke, ich bin bereit. Ich bin nicht bereit. Ich bin, scheiße, noch eins nicht bereit. Oh mein Gott. Komm. Er flieht. Anscheinend. Oh, verflucht. Puh, das war heftig. Halt. Wow, was war das? Irgendein Kristall. Und der Kristall zerstört diese roten Dinger. Gott, ein scheiß Drache, den wir besiegen müssen. Das kann ja was werden, Freunde. Den sehen wir garantiert wieder. Könnte eine Yggdrasil-Wurzel sein. Ist das sein Harz? Kristallisiert. Und es birgt Macht in sich. Okay, Sprengkristalle. Unglaublich. Süß. Einfach nur süß. Einfach nur süß. Einfach nur süß und tödlich. Alter, der Drache sah schon ziemlich geil aus. Das muss man, glaube ich, hier... Wahnsinn, dass wir gegen einen Drachen gekämpft haben. Ich habe auf seine Augen gezielt, aber ich bin gestolpert. Glaubst du, das ist ihr Zuhause? Kamen sie her, als die Riesen fort waren? Oder zogen die Riesen wegen ihnen fort? Junge, die Luft hier wird ziemlich dünn. Keine Fragen mehr. Ich habe auf sein Auge gezielt, aber ich bin gestolpert. Ja, ist halt ein Drache, ne? Der nimmt alles so locker, der Kleine. So, ja, da war ein Drache. Er hat mich fast gegessen, aber hey, ich bin halt gestolpert. Ja, du bist ja auch unsterblich, du kleiner Bengel. Ich krieg nur Schaden, du nicht. Aus irgendeinem Grund. Der schlägt alles weg, der Kleine. Er ist schon irgendwie ultra frech. Oh Gott, was wartet da hinten? Sindri? Hörst du das? Da schreit irgendjemand. Oh, Kacke. Oh, Kacke, Freunde. Okay, wir alle wollen wissen, wie es weitergeht, oder? Kleiner, willst du wissen, wie es weitergeht? Tja, dann musst du leider die nächste Folge anklicken. Es kommen so viele Folgen am Tag, ich kann sie einfach nicht so lange machen. Wenn jetzt da ein Bossfight kommt, dann, ne, sitze ich wieder da. Gut, dann schaltet einfach bei der nächsten Folge wieder ein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst auf jeden Fall eine saftige Bewertung da für einen fetten Drachenfight. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss!